Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Immortals Phoenix Rising. Ja, ich bin jetzt hier zu dieser großen Lyria geportet. Ich war eigentlich hier auf der Karte. Wir waren ja in der letzten Folge hier oben bei dieser Herausforderung. Und ich war ja auf der Karte und habe gedacht, ja, muss ich jetzt hier noch irgendwas machen, was ich offline machen kann? Und habe gedacht, okay, hier stand diese Lyra. Man kann sie jetzt leider nicht mehr sehen, weil ich hier stehe, aber sie ist hier im Hintergrund. Und ich habe nochmal versucht, hier mit diesen gelben Dingern was zu machen. Das funktionierte auch nicht. Aber ich habe festgestellt, ich kann mit dem Pfeil dagegen schießen. Jetzt muss ich mein Kärtchen hier mal eben wieder suchen. Also, das war... Nein, geh da hin. 3, 1, 2, 4, 4. Komische Münze. Mit Charons Zeichen. Die hat Typhon auch geklaut. Charon spart doch für eine Brücke. Kann man denn hier trotzdem... Kann ich das jetzt mal wieder machen? Nee, oder? Ich meine, das Gelbe ist immer noch hier, was hier so drumherum ist. Aber es könnte natürlich sein, dass da noch andere Herausforderungen sind. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Das wäre natürlich geil, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Moment, das war 3, 1, 2, 4, 4. Ja, wie ich mir schon gedacht hatte, kommt natürlich dann nichts mehr raus. Wäre aber geil gewesen. Ich weiß nur nicht, warum hier immer noch diese 3 gelben sind. Also ich vermute mal, dass es irgendwo auf der Karte noch eine, beziehungsweise noch 3 Herausforderungen gibt. Ich denke mal, dass das hier wohl unterteilt ist. Also dass das nur dieser Bereich hier vom Schmetterfelsen ist. Ich habe allerdings so nichts mehr ausgekundschaftet. Das heißt, da müsste ich dann wirklich mal beim nächsten Mal, ja, schauen. Also, dass ich offline nochmal gucke, ob ich noch was anderes finde. Was ist das hier eigentlich? Götterbote, Schnellreise. Können wir mal eben hinreisen, aber ich glaube, das bringt uns gerade gar nichts. Dann bin ich jetzt hier oben. Ach so, das ist da in der Nähe. Ach, das ist dieser... Ah, okay. Ja, von hier aus kann man ja eigentlich... ja, den habe ich auch schon gesehen hier vorne. Da bin ich nämlich entlang gehangelt. Den habe ich aber noch nicht ausprobiert, als ich da oben hingekommen bin. Und von da aus bin ich darüber geflogen. Nee, bin ich nicht, weil da immer noch eine Truhe ist, eine bewachte. Dann war das wahrscheinlich die bewachte Truhe, die so ekelhaft war. von den Gegnern her. Hier unten ist jetzt gerade noch was am Vibrieren. Was ist da? Moment. Ja, komm. Komm, du vibrierst doch schon die ganze Zeit. Dann sag mir auch, was da ist. Na komm. Eine Truhe haben wir da unten nochmal. Okay, da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ja, ich will das jetzt nicht machen in dem Moment, wo ich jetzt hier mit euch stehe. Ich müsste das mal wirklich... Aber ich hatte das eigentlich alles ziemlich gut abgesucht. Also so Kleinigkeiten können natürlich auch mir... okay, eine versteckte Truhe unterhalb. Obwohl... Nee, doch, da waren wir schon mal. Es ist natürlich die Frage, wo das jetzt hier alles gewesen ist. Also beim Observatorium waren wir auf jeden Fall definitiv. Die Truhe scheint mir ein bisschen näher zu sein. Das ist auch eine bewachte Truhe, die ist nicht bewacht. Ja, ist natürlich immer alles so ein bisschen so eine Sache. Aber ich denke mal, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke mal, dass es wohl immer ein so eine große Lyra gibt und dass es dann wahrscheinlich pro Bereich in dem Fall jetzt so viele Herausforderungen von diesen kleinen Lyras gibt, wie da diese Felder angezeigt werden. Es ist wirklich nur eine Vermutung von mir,
aber es ist eine sehr starke Vermutung. Ja, ich werde jetzt offline nochmal schauen, dass ich... Obwohl, da unten könnte ich hin. Weil ich müsste noch zwei Tiere töten, aber da ist jetzt im Moment nur ein Wildschwein. Das ist ein bisschen blöd. So. Okay, erstmal ein bisschen Ausdauer wieder tanken. Hallöchen. Direkt mal den Baum mit umgesäbelt hier. Okay, aber hier war doch normalerweise... Nee, es war kein zweites Wildschwein hier, ne? Ich glaube, auf der anderen Seite hätten wir ansonsten noch ein Wildschwein, wenn ich mich richtig erinnere. Weil dann könnten wir das nämlich auch direkt schon mal in eine abgeben. Hätte ich das vorher gehabt. Das wäre auf jeden Fall einfacher gewesen. So, da hinten waren noch zwei Wildschweine oder so, ne? Genau, da ist eins. Hier ist jetzt keins, was jetzt irgendwie einzeln ist. Nee, kommst du zu mir? Guck mal, siehst du mich? Komm. Hallo. Dann halt nicht. Nein. Was macht ihr denn? So, jetzt aber. Geht doch. So, dann können wir nämlich eben schnell in die Halle der Götter zurückkehren. Die war irgendwo hier. Was mich hier so ein bisschen nervt, ist, dass ich hier diesen Nebel immer noch habe. Aber mir wurde jetzt gesagt, dass wenn wir hier hingehen, wo wir sowieso als nächstes hingehen wollten, dass dann der Nebel wohl verschwindet. Das werden wir dann in dieser Folge ausprobieren. So, jetzt habe ich total vergessen, welche Herausforderung das war. Ach genau, hier waren die Herausforderungen. Rezept des Tages, oder? Hier steht abschließen. Ach so, das haben wir auch noch gemacht. Okay, dann können wir das noch abschließen. Und die Tiere können wir auch abschließen. Und ich weiß jetzt gar nicht, was wir jetzt dafür bekommen haben, ehrlich gesagt. Das machen wir dann mit der Zeit mit. 10 mit Tierrassen. Das wollen wir auf jeden Fall auch machen. Das wollte ich eigentlich jetzt machen. Das Problem ist nur, da ich nicht sehe, weiß ich auch nicht so genau, wo ich hier hin muss. Mythische Herausforderung. Was ist mit dem hier? Jagdsaison. Müsste ich Wildschweine für jagen und ein Minotaur. Es sind noch 16 Stunden. Ich würde mal sagen, ich verfolge diese Quest. Mache das mal offline. Achso, 30 von denen würde ich da bekommen. Ich habe aber gar nicht gesehen, dass ich jetzt irgendwas bekommen habe. Das war jetzt blöd. Neue Generation. Schließe ein Gewölbe ab. Ja gut, das ist ja... Okay. Ach, jetzt ist es drin. Okay. 2 Münzen habe ich jetzt gerade mal dafür bekommen. Mann, 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 Mann. So, Blitze haben wir auch noch keine geholt. Bin gerade etwas überfordert, weil ich schon gar nicht mehr weiß, was wo drin war. Willst du was kaufen? Ich hätte da was. Glaube hier, oder? Der hat ja von irgendwelchen Verbesserungen jetzt gesprochen. So, da haben wir auf jeden Fall nicht genug für. Die Tränke könnten wir theoretisch verbessern. Das wird wahrscheinlich später auch nicht schlecht sein, wenn wir das mal verbessern würden. Die Pfeile, ja, ich finde es schon gut, wenn wir mehr Pfeile haben. Aber die benutzen wir normalerweise im Kampf ja eigentlich eh nicht. Deswegen, okay, die Rüstung könnte ich noch verbessern oder den Helm. Was jetzt natürlich beides Rüstung ist, aber egal. Das sind beides 4% mehr. Ja, gut. Liste der Vorteile, was ist das? Brustplatte. Bei der Robe haben wir keine Vorteile. Da haben wir trotzdem nur ein Gesundheitsfeld, oder wie? Pff,
füllt per Treffer 5% eines Ausdauerfelds auf, füllt per Treffer 6% auf. 33% Verteidigung gegen einzigartige Gegner. Also bei dem, was wir gerade tragen, scheint es keine großen Vorteile zu geben. Okay, da würden wir jetzt 11% mehr Schaden mit der Axt machen, wenn wir das auf dem Kopf machen würden. Bei den anderen dann genauso. Und 22 gegen einzigartige Gegner. Da würde ich schon fast sagen, dass wir erstmal den Helm nehmen, damit wir den Schaden auf der Axt wiederum indirekt noch ein bisschen erhöhen können. Das war jetzt das Gleiche. Achso, ich hätte jetzt auch... Ah, ich bin so doof. Ich wollte doch eigentlich erst die Axt machen. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass es beides das Gleiche ist. So ein Scheiß. Ja, und hier würde ich jetzt sagen, dass wir auf jeden Fall, da wir jetzt auch einmal den Fallschirm verbessert haben, auf jeden Fall die Tränke erstmal nehmen. So. Ja, so sieht das dann aus, wenn man die Trinktasche verbessert. Was war das? Das waren die Tränke. Na, aber da können wir wahrscheinlich noch nichts herstellen. Ach nee, das war die maximale Gesundheit. Okay. Die Tränke waren da hinten, glaube ich, ne? Genau. Haben wir jetzt nicht viel eingesammelt, deswegen gucken wir aber trotzdem mal, ob wir da... Hier können wir nichts mehr machen. Da können wir noch ein bisschen was machen. Okay, also das Einzige ist, die Verteidigung konnte man nicht mehr machen. Aber ansonsten finde ich, ist das Ganze nicht schlecht. Was ist das hier eigentlich? Trankverbesserung öffnen, das sehe ich jetzt gerade. Erhöht die wieder... Ach, dafür brauchen wir diese Gold, also hier rechts diese Goldbernstein, genau. Ach, das habe ich gar nicht gewusst. Kräftige Gesundheitsfüllung füllt bei Treffer 5% eines Gesundheitsfeldes auf. Der Schaden wird auf 40% erhöht. Ach so, das ist der Angriffstrank, okay. Heiltrank, Heiltrank wäre für mich jetzt erstmal, glaube ich, das Wichtigste. Auf 6 Felder. Das machen wir auf jeden Fall. 9 Felder nehme ich auch mal auf jeden Fall, weil ich glaube, das wird jetzt echt das Wichtigste irgendwo sein. Zwölf Felder nehmen wir noch. Und entweder machen wir direkt 15 Felder oder... Verteidigungstrank, Ausdauertrank. Ausdauer wird auch wichtig sein, gehe ich mal von aus. Aber da die Kosten natürlich jetzt so extrem hoch sind. Ich meine, ich könnte jetzt noch einmal das Gesundheitsfeld machen. Aber ich kann auch 2-3 Mal, je nachdem wie teuer die sind, andere Sachen hier machen. Betäubung, Schaden wird auf 40% erhöht. Ja, wenn ich das schon mache, dann würde ich sagen, dann erhöhen wir den Schaden hier auch nochmal. Und da wird er sogar auf 60% erhöht. Das könnten wir gerade noch... Ja, komm, ich mache das jetzt. Dann machen wir das so. Ich meine, zur Not könnte man die ja auch farmen, damit man sich das hier freischalten kann. Weil wenn ich jetzt hier offline ein bisschen durch die Gegend laufe, würde es ja ausreichen, wenn ich dann die Bäume einfach so kaputt schlage, die am Leuchten sind. Und da kann ich die dann ja wieder einsammeln. Ja, wunderbar. Dann würde ich eigentlich sagen, da ich ja auch noch ein paar Herausforderungen angenommen habe, dass ich wegen den Herausforderungen, weil die nicht mehr ganz so lange dauern, das Ganze offline eben mache, hier erstmal einen kleinen Cut mache und ihr dann gleich wieder dabei sein werdet, wenn ich mit der Herausforderung fertig bin, das Ganze abgeben werde. Und wir dann ja, mit unserer Story, sage ich mal, weitermachen. Bis gleich. So, wir haben ja gesagt, dass wir noch Reittiere zähmen wollen. Das nehme ich dann auch mal als nächstes an. Ich weiß wohl nicht genau, wo wir die überhaupt kriegen. Da sind keine Reittiere. Also mir wurde gesagt, wenn es hier in der Gegend etwas gibt, was so ein bisschen inselmäßig ist, da soll es wohl Reittiere geben.
Und dass es hier Pferde oder Einhörner wohl gibt. Aber ich weiß nicht hundertprozentig genau wo. So, mal eben schauen. Ach. Mann, ich drücke aber auch immer verkehrt hier. Ich habe hier ungefähr, habe ich mir eine Markierung gemacht. Weil da irgendwo eine Ecke soll das wohl sein. Die Markierung ist in der Richtung. Das heißt, ja, dass wir dann wohl mal suchen müssen, ob wir da irgendetwas finden. Ich meine, das sieht ja alles jetzt hier nicht so inselmäßig aus. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was uns hier erwartet. Nein, du sollst Flügel machen. Genau. Hallo, was macht die jetzt? Schauen wir mal, ob hier irgendwo was finden können. Da unten glitzert was. Das sieht mir nach einer bewachten Truhe aus. Was ist das hier links? Wo bist du denn? Ja. Das ist auf jeden Fall auch irgendwie bewacht. Ich schätze mal, dass das eine Truhe ist. Was sind das hier für komische Wesen? Ich habe keine Ahnung. Also das sind auf jeden Fall keine Pferde. So viel sehe ich definitiv. Da oben, das sieht mir auch nicht danach aus, als ob da Pferde sind. Weißt du, warum Rosen rot sind? Ich erfahr's bestimmt gleich. Nachdem Adonis von dem Eber tödlich verwundet worden war, trauerte Aphrodite auf einer Blumenwiese um ihn. Ihre Tränen mischten sich mit Adonis Blut und färbten die Blumen rot. Weißt du, warum Veilchen blau sind? Weil sie die Luft anhielten, bis du deine Geschichte zu Ende erzählt hast. Wir können das mal ausprobieren. Ich werde mal kurz zwischenspeichern. Ich befürchte nämlich, dass das nicht so einfach sein wird. Stelle sicher, dass Phoenix Ausrüstung, Tränke und Fähigkeiten auf bestem Stand sind. Nee, nicht so wirklich, aber wir probieren es trotzdem mal aus. Hier bin ich aber nicht unsichtbar, oder? Wenn ich hier drin bin. Brauchst gar nicht so zu gucken, geh weg. Bleib stehen, leg dich hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann immer noch die Schreie der Sterblichen hören, die vor dem kaledonischen Eber flohen, während er ihr Land verwüstet und ihre Ernte vernichtet. Und nein, du sollst alles ausweichen. Nur, weil König Eumäus vergessen hatte, Artemis eine Opfergabe darzubringen. Ach, greif den doch an, Mädel. Fuck. Komm nach hier. Ich glaube, ich bin sonst aus dem Gebiet raus. Komm. Komm schon. Ja, jetzt geh da endlich hin. Lauf. Nein, du sollst ausweichen, wenn ich drauf drücke und nicht hinterher.
Na komm. Ja, komm, komm. Gut ausgewichen. Oh. Komm. Oh. Das ist ja geil. Dieses Standbild dabei. Das sah jetzt mal richtig geil aus. Und was bringt mir das jetzt? Phosphor der Liebesvogel. Okay. Nee, da drin nicht. Moment. Stand aber... Nein! Och, Mann! Ich wollte ja doch das Inventar öffnen. Ah! Kommt der jetzt wieder zurück? Nee, wenn er einmal weg ist, ist er weg, oder? Ich weiß es nicht. Jetzt geh doch mal ins Menü rein, Mädel. Hallo. So, wo konnte ich jetzt was gucken? Gar nicht, oder? Warum zeigt er mir eigentlich an, füllt bei Treffer 5% eines Ausdauerfeldes auf. Okay. Stimmt, das hatten wir auch noch bekommen. Ja, keine Ahnung. Ich hatte jetzt eben auf die Taste gedrückt, aber da kam ich nur ins Menü rein. Keine Ahnung, was das jetzt... Das mit diesem Vogel da, was das jetzt genau war. Ich gehe mal hier rum. Ne, da sind Eber. Also hier gibt es auf jeden Fall auch keine Reittiere. Das ist sehr schade. Dafür haben wir jetzt ein legendäres Tier gefunden. Also, ich meine, hat ja auch was für sich. Und die sind doch schon vergleichsweise ziemlich heftig. Wenn auch noch nicht ganz so heftig wie diese einen Typen da. Die irgendwie alle total gepanzert waren. So, aber ich schätze, ich werde jetzt hier erstmal noch kein Reittier finden. Nee, das sind jetzt wieder ganz viele andere Sachen. Dann würde ich sagen, mache ich hier erstmal einen kleinen Cut. Und dass ich dann wieder zurückgehe zur... ich muss gar nicht zur Halle der Götter zurück, sondern dass ich dann in der nächsten Folge mir eine Sache aussuchen werde. Ich würde mal einfach sagen, das, was am nächsten ist. Wer schön sein will, muss leiden. Ja, keiner. Achso, Aphrodite, genau. Erkunde die Region von Aphrodites Statue aus. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss man ja immer auf diese Statuen draufgehen und das dann erkunden, damit das hier alles nicht mehr weiß ist. Vielleicht finden wir dann eher die Reittiere, die wir suchen. Ach, vielleicht ist es auch die Insel. Ich weiß es nicht, weil ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Wir werden es auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Ciao!